wenn alle so bei 25% stehen, dann ist es nicht mehr große Koalition wie zu anderen Zeiten. Die haben jeweils miteinander irgendwie 75% im Bundestag oder sogar eine Zweidrittelmehrheit, wo sie einfach machen können, was sie wollten. SteuerzahlerInnen. Und der Steuerinzahler. SteuerzahlerInnen. Und der Steuerinzahler. Deutschland hat Pro-Kopf-Emissionen von 9 Gigatonnen pro Einwohner. Bangladesch, das ist 10-mal mehr als Bangladesch zum Beispiel hat. Über die Osterferien hätte man die ganzen Maßnahmen wie Desinfektionsmittel in jeden Klassenraum, Toiletten sind nicht erst seit gestern marode in Schulen angehen können. Wir hatten, man vergisst das so schnell, vor einem halben Jahr Thüringen, da standen wir kurz davor, dass ein Nazi, dass jemand, der nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, in einem unserer Bundesländer zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Dieser Moment hat mich erschüttert. Ich glaube, der hat wahnsinnig viele Menschen in diesem Land erschüttert. Selbst wenn du das jetzt nicht angesprochen hast, so Frage wie Rohstoffe, Kobalt, wo kommt das eigentlich her? Wie kann das eigentlich recycelt werden? Ich setze das mal aus. Aber dann sehr gerne. So. Wir greifen auf das Herzstück dieser Demokratie. Und es hat leider sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass im Netz gehetzt werden kann, ohne jegliche Konsequenzen. Europa hat jetzt zum Glück Ende des Jahres gerade ein Digital Services Act, also einen Regulierungsvorschlag gemacht. Wenn wir nur auf die Grundschauen schulen, bis zu den Sommerferien, das Land hält zusammen. Wie kann man nicht emotional sein? Weil wir konnten es nicht voraussehen. Wir wussten auch nicht, wie das ist, in einen Lockdown reinzugehen und vor allen Dingen sicher wieder rauszukommen.